Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute habe ich mal wieder ein Set in OVP. Das ist ja bei mir nicht so häufig der Fall. Wir haben von Panlos das, wie soll ich es nennen? Es ist eine Bar, eine chinesische Bar mit Sakefässern und ja, das ist oder Restaurant oder Trinkhalle. Irgend sowas, das ist ein Set, das zu dem chinesischen Neujahrsfest im Prinzip rausgekommen ist. Und da gibt es dann halt immer solche Sets, wo sich dann die Leute zum Essen und Trinken und sonst was treffen. Und das ist halt hier die Variante von Panlos, wo sich hier die in diesem Restaurant, es gibt auch was zum Essen und Trinken, treffen können. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist das Set mit der Nummer 61005, 1005 Teile. Das habe ich mir günstig bei eBay in Deutschland geschossen, bei einem chinesischen Händler, aber mit Versand aus Deutschland oder aus Europa zumindest. Und Pandos ist eigentlich eine ganz gute Marke. Und mich haben diese Dinger eigentlich immer mal gereizt. Und von daher habe ich gedacht, jetzt bestelle ich mal eins. Ich habe auch eins von Wange, das war auch im Angebot. Da hatte ich ein Haul-Video gemacht und jetzt baue ich einfach mal das erste davon auf. Das kleinere von beiden, zumindest von der Teilezahl her. Ich schaue mal rein und ich mache es direkt mal auf. Also ich könnte natürlich auch hier, der Titel ist Yin Xian Song Guo Feng. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Hier dieser Titel. Aber es sagt mir sowieso nichts, von daher ist es ja eigentlich egal. So. Es hat irgendwie einen. So, das Ganze hat einen Innenkarton und jede Menge Luft. Da hätten dreimal so viele Steine reingepasst in den Karton. Also das ist ziemliche Platzverschwendung. Aber gut, so ist es. Schauen wir mal, was wir haben. Zwei, vier, eins, zwei, vier, drei, drei, eins. Zwei, eins und vier. Eine Grundplatte. Und eine Anleitung. So, also ich habe hier jetzt ein paar Tüten verteilt. Eine normal große Anleitung, also hier so DIN A4 Format, im Querformat ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsformat. Das braucht hier immer so viel Platz. Hochformat wäre mir grundsätzlich lieber. In der Anleitung werden neu gebaute Sachen kräftig dargestellt, der Rest ist entsättigt dargestellt. Das finde ich eigentlich normalerweise ganz cool. Wir haben eine Teileliste hinten drin, das finde ich auch immer ganz cool. Der letzte Bauschritt ist auf Seite 44. Wir haben 116 Bauschritte und 4 Bauabschnitte. Und wir haben einen Aufkleberbogen. Ich
frage mich, ob das Transfer. Nee, das werden keine Transferaufkleber sein. Aber das sind sehr dünne. Zumindest die Trägerfolie. Muss ich mal gucken, ob ich die aufbringe oder nicht. Irgendwie habe ich heute Lust auf Aufkleber. Vielleicht bereue ich es dann irgendwann mal. Aber die scheinen mir auch nicht über mehrere Fliesen zu gehen. Vielleicht verwende ich sie heute tatsächlich nochmal, weil irgendwie gehört es schon irgendwie dazu, da die Zeichen und so. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Spannendes hier zu sagen? Es scheinen drei Figuren dabei zu sein. Ja. Typische Anleitung. Ich finde die Grundplatte sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht so aus, als wäre. Das ist. Die Noppen oben sind ganz glatt und die Platte unten ist rau von Anmutung her. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, aber das ist irgendwie komisch. Also rein optisch. Ich kann das gar nicht. Ja, die ist ein bisschen rau. Das ist lustig. Also die Noppen oben sind ganz glatt und die Platte unten dran ist rau, also zwischen den Noppen. Das kam mir jetzt irgendwie komisch vor, deswegen habe ich da jetzt so blöd geguckt. Aber gut, so ist es halt. Das stört uns nachher nicht, weil, ja doch, wir sehen relativ viel von der Grundplatte nachher. Ich weiß nicht, ob das nachher stört, ob das komisch wirkt. Also mich hat das jetzt, ich habe jetzt irgendwie gedacht, da ist Staub zwischen den Noppen. Was natürlich nachher eher blöd ist, wenn man das so durchsieht. Aber gut. Was hatten die, wie viel Noppen hatten die eigentlich? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 30, 32. Also 32 mal 20 ist die Grundfläche. Dann wäre das auch geklärt. Hier hinten sind übrigens noch so ein paar mehr Pandos-Sets mit dieser chinesischen Architektur. Also die gibt es auch noch, oder beziehungsweise die gab es da. Gerade das 610001, das ist so dieses typische Family Reunion Dinner mit so im Hinterhof vom Haus eine Riesentafel beladen mit Essen und Zeugs und gefestigt geschmückt. Das ist so das ganz typische Set, was es von Lego, von Wange, von allen möglichen anderen Herstellern gibt. Das ist wie gesagt mehr so eine Kneipe. Und ja, bauen wir einfach mal und gucken uns das Ganze mal an. Bauabschnitt ist gemacht und wir haben jetzt hier schon die Rückwand ein bisschen gebaut und die Seitenwand. Hier habe ich einen Aufkleber aufgebracht, ein Bild. Das andere sind alles Drucke hier auf den runden Dingern. Da hätte ich auch keine Aufkleber drauf gemacht, weil die ja eh nicht besonders halten. Auch hier die Holzfliesen, die sind auch Drucke. Ja. Was muss ich bisher sagen? Bisher bin ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich mit den Steinen. Das müssen wohl noch ältere Pandos-Steine sein oder so, aber erstens finde ich hier die Spalte relativ groß und zweitens habe ich doch durchaus hin und wieder Steine, die sehr schwer gehen und andererseits habe ich dann Steine wie hier, die hier jetzt überhaupt gar keine Klemmkraft hier drin haben. Der hier ist okay und der ist wieder komplett locker.
Das zieht sich so ein bisschen hier durch das ganze Set. Aber hier ist es besonders krass. Naja. Also umdrehen darf man es nicht, weil die zwei liegen dann auf jeden Fall. Auf dem Boden oder sonst wo. Gut. So sieht es bisher aus. Spaß machen tut's. Die Anleitung ist ein bisschen arg dunkel gedruckt. Die dunkelbraunen Teile, die sehen praktisch schwarz aus, aber auch das ist was ich ja aus vielen Anleitungen gewohnt bin. Auch was, mit dem ich umgehen kann. Also von daher, naja, ist jetzt nicht so wild. Hier bei dem Fass war ich mir nicht ganz sicher, wo ich das jetzt genau hinstellen muss. Das war auf der Anleitung auch nicht so ganz gut zu erkennen. Also der Bauspaß und die Qualität der Steine, das ist bisher noch so im, das ginge noch viel besser Bereich. Da die Qualität ist echt so mau. Das gleiche gilt im Übrigen für die Figuren, die ich jetzt mal hier geholt habe. Die sind sehr locker hier in ihren. Der ist fester. Das ist der, den ich selber zusammenbauen musste. Und der ist auch wieder. Also die sind sehr locker. Ansonsten, ich meine, die haben teilweise bedruckte Arme. Das finde ich ganz cool. Die Rücken sind bedruckt. Hier sind auch die Beine bzw. hier die Hüfte bedruckt. Hier auch. Das sind auch die Arme bedruckt. Rücken. Also so ganz schlecht ist es nicht, aber halt auch nicht super. Also der hat am wenigsten hier. Und was ich halt wirklich ein bisschen schwach finde, ist die Klemmkraft der Oberkörper hier auf der Hüfte. Also wenn ich das hier so ganz leicht mit der einen Hand lösen kann, dann weißt du, was passiert, wenn du den hier festklemmst und wegnehmen willst, dann passiert nämlich genau das. Naja, gut. Soweit sind wir. Und ich mache dann jetzt weiter mit Bauabschnitt 2 und los geht's. In Bauabschnitt 2 haben wir jetzt ganz viel Kleingefuddel gebaut, ganz viele Details gebaut. Hier diese Töpfe und Gläser und Krüge und alles Mögliche, was wir hier überall haben. Das sind übrigens, das allermeiste sind Drucke. Die einzigen Aufkleber, die ich hier aufgebracht habe, sind hier die Teller mit den Speisen drin. Hier das Essbesteck hier jeweils und der da hinten. Und halt hier den vom Bauabschnitt 1. Der Rest sind alles Drucke. Also ich habe eigentlich befürchtet, dass noch viel mehr Aufkleber hier verwendet werden. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Von daher, da bin ich recht happy. Was haben wir gebaut? Wir haben jetzt hier, ja, wie gesagt, hier den Tresen gebaut und da das Zeug draufgestellt. Und hier hinten die Ecke, hier hängt ein Besen. Und hier haben wir eine Tür, die ist noch nicht so ganz gut befestigt. Also wenn dann da oben mal alles verbaut ist, dann kann man die vielleicht auch besser aufmachen. Dann halt die Tische mit Inhalt drauf. Hier Trinkbecher, das finde ich ganz cool. Und Sakefässer und sowas oder wie auch immer. Und hier vorne, hier kämen Aufkleber drauf. Die habe ich weggelassen. Da kämen hier diese Aufkleber drauf. Die 21, die habe ich weggelassen, weil auf Rundungen Aufkleber aufbringen, das geht nicht gut aus, glaube ich. Ja, wie gesagt, hier haben wir die Türen gebaut, also geht schon auf,
Hier auf der Seite, die ist auch ganz gut schon eingebaut. Aber die linke, die hängt hier auf diesem 1x1. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ja, soweit sind wir. Ich bin immer noch nicht begeistert von den Steinen. Also, es klemmt alles, von daher will ich mich jetzt nicht beschweren. Also ist jetzt nichts, also wir haben nicht wieder diesen Fall hier. Die normalen Steine, die klemmen jetzt alle ohne Probleme. Teilweise gehen sie sogar so ein bisschen schwerer drauf. Also mir tun meine Finger durchaus ein bisschen weh. Aber ansonsten, ja, bisher eher mittelmäßig. Und der Bauspaß, ja, jetzt die Runde hat jetzt schon wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Also der erste Bauabschnitt hat mich irgendwie noch ein bisschen mehr genervt. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum. Außer hier die fehlende Klemmkraft und so. Es sind auch immer ein paar Teile übrig hier. Das ist jetzt das, was nach zwei Bauabschnitten übrig geblieben ist. Beziehungsweise die habe ich auf dem Boden gefunden. Wobei es mindestens noch ein oder zwei Teile mehr sein müssen. Mir sind mindestens zwei vom Tisch runtergerollt beim Aufmachen der Tüte. Aber da habe ich Ersatz gefunden. Hier in den Restteilen. Von daher, vielleicht wäre es noch ein Restteil mehr gewesen oder zwei. Aber auf jeden Fall fehlt mir nichts und das ist ja auch gut so. Gut, also dann bauen wir weiter mit Bauabschnitt 3. Bauabschnitt 3 hat uns jetzt vor allem einige Verzierungen gebracht und ein paar Pflanzen. Hier haben wir jetzt hier die Pflanzen aufgebaut und hier haben wir so Lampions oder Fensterbehang. Hier haben wir dann oben hier alles voll überbaut. Hier haben wir Lampen am Eingang, bisschen Grünzeug. Hier oben diese Randbebauung und hier nochmal ein bisschen Grünzeug. Da oben die Vasen sind, glaube ich, noch neu in diesem Bauabschnitt. Ja, halt solches Zeug haben wir jetzt gemacht. Hier auf den Lampen an den Seiten sind wieder Aufkleber, sieht man, weil es schön schräg ist. Das habe ich aufgeklebt. Und ansonsten, ja. Also die Aufkleber sind auch von der Qualität her nicht so besonders toll. Das ist vielleicht auch noch ein Problem mit den Dingern, warum ich die nicht besonders gern aufklebe. Die sind ganz dünn und ganz schlecht aufzubringen. Hier das Schild ist auch noch ein Aufkleber. Die zwei Fliesen hier neben der Tür, das sind wieder Drucke. Also es gibt beides. Da frage ich mich, warum sie denn teilweise die Fliesen nicht auch noch vollends bedruckt haben, die anderen. Das sehe ich irgendwie nicht so ganz, warum dann hier nicht komplett gedruckt worden ist. Auch hier die 1x2er Fliesen mit dem Besteck, die kommen sicher häufiger vor in den asiatischen Sets. Warum die nicht häufiger bedruckt sind oder hier so Essenssachen oder so. Naja, ist egal. Ja, ich finde es jetzt eigentlich schon richtig hübsch anzuschauen. Ich weiß nicht, ihr auch? Also bisher gefällt es mir eigentlich doch recht gut. Der Bau ist, die Steine sind halt nicht so toll, aber das Ergebnis lässt sich jetzt dann durchaus sehen. Also ich bin inzwischen wieder etwas versöhnt mit dem Set. Nur das nervt mich immer noch. Und das. Naja. Jetzt kommen wir zum letzten Bauabschnitt. Jetzt, ich denke, es wird noch weitere Verzierungen geben. Hier kommt noch so ein Lampion hin. Und hier wird noch was rübergehängt. Ich weiß nicht, ob das an eine Schnur kommt, hier quer rüber noch. Und da kommen auch nochmal die Aufkleber hier, diese Schildchen.
Die hängen dann über der Bar. Und was sonst noch kommt, weiß ich gar nicht. Hier hätten auch noch Aufkleber drauf sollen, hier auf die gebogenen Teile und hier auf die oben an der Säule jeweils noch Aufkleber. Das habe ich alles weggelassen. Aber das ist auch doch, also meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht nötig. Sieht dann auch nicht besser aus, denke ich. Und so finde ich es jetzt eigentlich ganz schick. So, also weiter geht's. Letzter Bauabschnitt, Bauabschnitt 4. Und fertig ist es, das Pandos Brick 610005 hier, unsere Kneipe hier, unsere chinesische Kneipe mit drei Minifiguren, die, naja, nicht so toll sind, aber sie sind immerhin dabei. Hier haben wir ein Essen auf den Tischen und da hinten haben wir die Bar mit ganz vielen Krügen und Flaschen und ja, Zeug halt. Getränken vor allem. Hier haben wir ein großes Fass. Was da drin ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch Alkohol. Hier sind aufgehängt diese Schildchen da. Die sind alle unterschiedlich, habe ich festgestellt. Das sind nur Details, aber sie sind einzeln durchnummeriert, die Aufkleber. Und man soll sie möglichst der Reihe nach aufkleben. Das sind Aufkleber 1 bis 9. Ansonsten Aufkleber gibt es ein paar. Aber es gibt auch viele Drucke. Da unten die Fliesen, das sind Drucke. Die auf diesen runden Teilen, sind hier alles Drucke, wenn die hier drauf sind. Da hinten auf der Round Plate, das ist ein Druck hier. Noch mehr Drucke. Hier oben, das ist ein Druck auf der Fahne. Aufkleber ist das, 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 das. Hier oben sind alles Aufkleber. Also es gibt beides. Es gibt Aufkleber und es gibt Drucke. Aber es ist eigentlich so ganz okay. Also sie haben schon versucht, das meiste mit Drucken zu lösen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, wie es aussieht, wenn wir hier keine Aufkleber drauf machen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch ganz okay aussieht. Von daher ist okay. Ja, was haben wir, das war jetzt eigentlich, was haben wir gebaut hier? Diese Schnur mit diesen Dingern dran, mit diesen Schildchen. Hier das Schild mit den Laternen. Und hier diese Dachberandung. Und meine Fresse, das ist mal Strafarbeit. Also das sind knapp 200 1x1 Round, die hier verbaut werden. Rundrum, also ein Fünftel der Teile des Sets, sind hier ist hier das Dach und diese 1x1 Round. Und hey, da tut einem dann doch der Daumen weh. Am Schluss habe ich dann gar nicht die Round Bricks reingedrückt, sondern ich habe dann die Plate genommen und habe die Round Bricks auf den Tisch gelegt und dann praktisch andersrum drauf gedrückt. Das ging besser, da haben meine Finger weniger wehgetan. Die sind hier hier einfach so drauf geklickt und kann man dann so runterdrehen. Ja, aber das Endergebnis sieht eigentlich recht gut aus. Und ja, soweit bin ich jetzt zufrieden. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja am Anfang hier ein bisschen enttäuscht. Vor allem, gut, das ist natürlich hier auch nicht unbedingt Standard-Klemmtechnik. Also das wird schon so gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass das hier jetzt ein Brick ist und wir setzen einen anderen Brick drauf und das hält nicht. Also das habe ich jetzt hier nicht gehabt, ja, hier diese Fliesen mit Loch, da dann hier so eine Noppe reinstecken, das funktioniert nur bedingt. Bei den mittleren drei funktioniert es, bei den äußeren zwei nicht. Und weiß der Teufel, warum es bei denen funktioniert, bei den anderen nicht. Da gibt es wohl gewisse Toleranzen.
Auch ansonsten sind die Steine ein bisschen mittel. Wie gesagt, habe ich glaube schon erwähnt, dass sie teilweise recht schwer ineinander gehen. Dann finde ich teilweise hier auch die Spaltmaße hier, vor allem natürlich bei diesen langen Dingern, nicht so wahnsinnig toll. Also es gibt bessere Steine. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob das nicht einfach noch eine alte Charge von Pandos war. Weil das alte Magical Sanctuary, das war ja auch, also das Pandos Sanctorum, Sanctum Sanctorum, das war ja auch in der ersten Auflage nicht so toll von der Qualität. Und dann gab es bessere Qualität, von daher weiß ich nicht, ob man dann auf neue Sets von Pandos stießen kann, dass die jetzt auch nicht ganz so toll sind, weil dort war ich doch sehr zufrieden mit den Steinen. Wie gesagt, ich bin jetzt hier auch nicht ganz unzufrieden. Das hat mich halt am meisten gestört. Die Figuren sind scheiße. Aber ansonsten gefällt es mir jetzt doch recht gut und ich hatte jetzt auch zeitweise Bauspaß, wo ich keinen Bauspaß hatte. War jetzt hier ganz am Schluss mit diesen angedeuteten Dächern. Also das ging gar nicht. Aber das muss halt sein, damit es schön aussieht. Und damit sind wir nun auch am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, Abo und so weiter. Ihr kennt ja die Funktion und da würde ich mich natürlich freuen. Und natürlich auch über Kommentare, wie immer. Euch wünsche ich viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV.